Ich habe mich riesig gefreut, dass wir einen zweiten Teil drehen. Sehr gut am Ende. Wir haben in der ersten Probe nebeneinander gestanden und haben gedacht, wie, ist es schon ein Jahr um? Es ist ein großes Wiedersehen, total schön. Richtig Familientreffen, wir waren halt schon ein eingespieltes Team. Man darf wieder eine Zeit lang im Sommer eine schöne Zeit miteinander verbringen. Das ist wieder wie im Ferienlager, wie so eine kleine Oase, so eine Insel, ein bisschen wie nach Hause kommen. Dieser Film hat einen viel größeren Fokus aufs Reiten. Also Wendy wird wieder aufs Pferd gehen und der Hanno Olderdissen, der bringt von seinem Background, von seiner Historie viel mit. Ich komme aus einer Pferdefamilie. Mein Vater hatte eigene Pferde. Ich bin schon als Junger ganz früh geritten. Man merkt auch, wie entspannt er ist im Umgang mit Tier und Mensch in Verbindung mit Pferden. Das Coole ist ja, dass er auch so ein Reiterjunge ist und man fühlt sich da schon richtig gut. Ich finde es auch spannend, weil er eine neue Farbe reinbringt. Sehr schön. Ich fand es ganz toll, Dixie wiederzusehen. Und das macht echt Spaß, mit ihm zu drehen. Der ist so witzig. Dixie, was machst du denn hier? Und Penny ist auch ein ganz tolles Pferd. Die Jolet macht es wirklich großartig. Macht viel, viel selbst. Galoppiert auch durch die Gegend selber und ist da sehr gewachsen. Wir haben sehr viel trainiert. Das war mir auch wichtig, dass wir die Reitszenen noch etwas spektakulärer und ambitionierter machen als im ersten Teil. Den Horizont vor den Augen, den Wind im Gesicht, Zügel fest in der Hand. Die größten Herausforderungen sind, das ist ein Film, der fast nur außen gedreht wird. 80% unserer Szenen spielen außen. Und das heißt, man ist auf gutes Wetter angewiesen. Das ist nicht immer so. Du kriegst ein Drehbuch, du liest das, du überlegst, okay, welches Pferd, was wir kennen, passt gut auf diese Rolle, wer kann das darstellen? Für Larimar einfach, wäre jetzt hier, kann man auch einmal zeigen, ja, können wir jetzt messen, dass er sich halt hinlegen kann und auch ziemlich souverän und lange und friedlich liegen kann und das ist dann entsprechend auch toll für die Schauspieler. Sasu spielt sozusagen den aufgeregten Dixie, also den eifersüchtigen Dixie. Er ist derjenige, der dann Radau macht. Dixie, wie findest du Penny? Das war richtig wie Abenteuerurlaub. Wendy 2 sollte man sich auf jeden Fall im Kino angucken, weil Wendy ja jetzt auch zwei Pferde hat. Es passiert wahnsinnig viel im zweiten Teil. Ich finde es sehr, sehr spannend. Wenn man Wendy 1 gesehen hat, ist es auf jeden Fall nochmal eine wahnsinnige Steigerung. Man kann sich auf viele spannende Reitszenen freuen. Und viele spaßige Momente. Ich würde mal sagen, es lohnt sich, also ich würde hingehen.